Schön, einen wunderschönen guten Morgen. Sehr geehrter Herr Präses, liebes Präsidium, Hohe Synode, liebe Geschwister. Vor einem Jahr habe ich hier an dieser Stelle meinen ersten Bericht gegeben und keiner von uns konnte ahnen, dass es ein ganzes Jahr dauern würde, bis ich wieder vor Ihnen stehe. Wir haben ein schwieriges Jahr durchlebt mit einer Pandemie, die uns gezwungen hat, unsere Frühjahrstagung der Synode abzusagen. So etwas hat es lange nicht gegeben, aber in diesem Frühjahr waren wir nicht allein. Keine der Frühjahrssynoden in den Gliedkirchen der EKD konnte planmäßig stattfinden. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun wieder beisammen sind. Wenn auch in außergewöhnlichen Umständen mit einer verkürzten Tagung ohne Gäste, aber digital und live. Und ich hoffe, Sie können mich gut sehen und verstehen. Leid tragen und getröstet werden. In diesen Tagen am Ende des Kirchenjahres, wo wir auf den Ewigkeitssonntag zugehen, würde in einem normalen Jahr an so manchem Ort unserer Landeskirche das Requiem von Johannes Brahms erklingen. Aber die Chöre in der mitteldeutschen Kirchenmusik- und Kulturlandschaft müssen schweigen. Es gehört zu den für viele leidvollen und schmerzhaften Erfahrungen, dass wir nicht proben und nicht singen können. Und viele spüren, wie der gemeinsame Gesang unseren Seelen fehlt. Brahms lässt sein Trostoratorium mit der zweiten Seligpreisung beginnen. Sie steht am Anfang der großartigen Texte, die voller Trost sind und die hier zusammengestellt sind und die, wie ich finde, eine einzige Auslegung dieser Seligpreisung sind. Nehmen Sie sich heute Abend vielleicht mal Zeit, man findet viele Aufnahmen im Netz, und hören Sie gerade diesem ersten Satz, dem Eingangschor, zu. Dieser aus dem Gesang Jesu entspringende, aus den Seligpreisungen kommende Gesang, aus seinen weltverändernden Sätzen voller Trost und im Zuhören wird Schmerz spürbar und das Weinen findet seinen Ort. Und der Trost wird ebenso höher und spürbar, wenn wir seinem Wort aus Matthäus 5 vertrauen. Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Unsere Welt ist krank und leidend. Zum Ersten zeigt das Virus, wie verwundbar die globalisierte Welt ist. Und die Gewissheiten der Beherrschung werden durch ein nur unter dem Mikroskop sichtbares Virus infrage gestellt. Wir haben jetzt schon Erfahrung mit den Schutzregeln und möglichen Reaktionen. Aber leicht lässt sich die Situation nicht unter Kontrolle bringen. Es tobt der Streit darüber, was richtig ist. Auch wenn wir alle Corona-Gegner sind, um auf eine sprachliche Verkürzung aufmerksam zu machen, die so schnell geschieht. Denn ich habe noch niemanden getroffen, der für Corona gewesen wäre. Und in diesem Sinne sind wir alle Corona-Gegner. Und doch ist die Sicht auf diese Bedrohung sehr unterschiedlich. Von völliger Panik bis zur Leugnung ist alles zu haben. Ich habe letztens eine sehr schöne Karikatur von dem Karikaturisten Rute gesehen. Da steht ein Wolf vor einer Schafsherde und die Schafe laufen nicht weg. Und der Wolf sagt, ihr wisst schon, dass ich der Wolf bin. Das erste Schaf entgegnet, wir setzen auf die Herdenimmunität. Das nächste Schaf sagt, einem starken Schaf macht ein Wolfsbiss nichts aus. Das dritte Schaf sagt, Wölfe gibt es nicht. Und das vierte, das betrifft doch eh nur die Schwachen und Alten. Wie mit diesen unterschiedlichen Meinungen und Beurteilungen auch in unseren Gemeinden umgehen? Wir wollen das Leiden vermeiden, wollen ohne Leiden durch das Leben kommen und erzeugen immer wieder neues Leiden. Wir können aber dem Leiden in unserem Leben nicht ausweichen. Hören wir diesen Satz und glauben wir, dass das Leiden nicht verflucht und gottfern ist, sondern selig? Unsere Welt ist krank und das Leiden tritt an vielen Orten gleichzeitig vor unsere Augen. Krieg, Gewalt und Flüchtlinge an so vielen Orten, das Schreien und Leiden der Schöpfung, der Hunger und die Ungerechtigkeit in den ärmsten Ländern, denen es gerade in der Pandemie besonders schlimm ergeht. Viele dieser Leiden wären vermeidbar oder könnten mit großem politischen Einsatz geringer werden. Manchmal würde wie bei der Frage der Flüchtlingsaufnahme auch nur ein kleiner Schritt nötig sein, den wir auch eingefordert haben. Und wir sehen an anderer Stelle in dieser Zeit, wie politischer Wille vieles vermag und verändern kann. Das stimmt nachdenklich. Und kann auch ein Hoffnungszeichen sein, dass wir die von der Weltgemeinschaft verabredeten Nachhaltigkeitsziele bis 2030 erreichen könnten.
Aber können wir dieses Leiden sehen oder werden unsere Augen nur von der Angst vor der einen Krankheit gehalten? Unsere Welt ist krank und die Unsicherheiten und Ängste, die Gewalt und Zerstörung machen die Seelen krank und anfällig für Seelenfänger und Irrlehrer. Bösartige Rede, liebloses Streiten und Beschimpfen frisst an den Seelen. Und wenn wir alles schaffen könnten und die Gefahr eindämmen könnten und hätten der Liebe nicht, so wäre alles umsonst. In dem Bibelvers der Seligpreisung ist Trost eine Verheißung der Zukunft, aber nicht dadurch wird Jesu Seligpreisung so kraftvoll, sondern darin, dass jetzt, indem das Wort geschieht, die Trauernden und Leidtragenden selig preist. Seit Jesus dies gesagt hat, gilt es die Seligkeit für die Weinenden und Trauernden. Es gilt ohne unser Zutun, ohne unsere Seelsorge, ohne unseren Trost. Ja, diese Zusage der Seligkeit liegt vor allem an dem, liegt vor all dem, was wir tun können. Und es heißt gerade nicht, wenn du jetzt leidest, wirst du später getröstet werden, sondern hier und heute, wenn du im Leid bist und dieses Wort hörst, kannst du ihm vertrauen. Du bist nicht allein. Christus, der das Leid bis in den Erstickungstod kennt, ist bei dir. Nichts kann dich trennen von der Liebe Christi. Selig sind, die Leid tragen. Und dann gibt es noch die dazukommende Verheißung. Trost. Untröstlich zu sein, vielleicht nachdem man einen geliebten Menschen verloren hat, ist ein unsäglicher Zustand. Keinen Trost zu finden, sich allein und verlassen zu fühlen. Und niemand ist da, der mich aufrichten kann. Nicht herauszufinden aus der Spirale von Angst, Unglück und Verlassensein. Im wahrsten Sinne trostlos ist dann das Leben, traurig, ohne Ziel, grau, ohne Farbe, ohne Seligkeit, ohne Glück. Trost ist ein sehr schönes und altes deutsches Wort, entstanden im Althochdeutschen im 8. Jahrhundert und verbindet seiner Herkunft nach Treue und Festigkeit. Wie wunderbar ist es, getröstet zu werden. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, heißt es beim Propheten Jesaja. Gott als tröstende Mutter. Gott nimmt mich in die Arme und mit all meinem Kummer, meiner Einsamkeit, mit all meiner Verzweiflung und mit all meinen Fragen. Dort weine ich um meine Verluste, schluchze, erzähle, lass meinem Jammer freien Lauf. Oft liegt ja hinter der Wut und dem Ärger und der Aggressivität, die wir in diesen Tagen viel erleben, eine große Trauer. In Gottes Armen werde ich nicht verurteilt, nicht einmal beurteilt, muss mich nicht zusammenreißen, sondern kann jetzt einfach so sein, wie ich bin. Jeder Mensch auf der Welt begreift, was das heißt, auf diese Weise getröstet zu werden. Das bleibt eine lebenslange Sehnsucht und sie ist uns hier und im Himmelreich versprochen. Und wenn wir schon hier miteinander genau dieses kennen, dass nach dem großen Schmerz die Rückkehr des Lebens und die geläuterte Freude und der Trost stehen kann, um wie viel mehr ist dies bei Gott so, der uns verheißt, uns zu trösten. Als selig Gepriesene vertrauen wir jetzt, heute und hier der Seligpreisung und können dem Leiden angstfrei begegnen. Die Seligpreisung hat noch eine andere Ebene, so betont es die Auslegungstradition. Gemeint sind hier zunächst diejenigen, die über die eigene Sündhaftigkeit und ihr eigenes Versagen tiefen Kummer und Trauer haben. Es geht hier also um eine innere Bestürzung darüber, wie wir mit unseren Gedanken, Worten und Handlungen unsere Mitmenschen und Gott verletzen. Nur wer Trauer empfindet, kann auch getröstet werden. Nur wer im Blick auf die eigene persönliche Schuld und auch der Schuld anderer traurig und nicht selbstgerecht wird, dem wird der Trost der Sündenvergebung zuteil. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wer ist Herr über Leben und Tod? Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht § 217 Strafgesetzbuch aufgehoben, der bis dato die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hat. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst nun das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, so der Spitzensatz
im Urteilstenor. Wie unser Land nun mit dem Recht auf assistierten Suizid umgehen will, ist bislang nicht umfassend gesamtgesellschaftlich erörtert worden. Dass der Mensch zum Herrn über Leben und Tod erklärt wird, hat schwerwiegende, noch nicht absehbare Folgen für unsere gesamte Gesellschaft. Ich will nur einige Punkte antippen. Schon heute ist der Druck auf Mütter und auch auf Väter unerträglich, wenn sie Kinder mit schweren Erbkrankheiten zur Welt bringen. Wird unsere Gesellschaft in der Zukunft Kinder mit Trisomie 21 noch leben lassen? Alte werden meinen, dass sie sterben wollen müssen, damit sie der Familie und der Kasse nicht länger auf der Kasse liegen oder damit für die Erben noch etwas zu erben übrig bleibt. In unseren Nachbarländern, die beim Thema Sterbehilfe weiter und vermeintlich liberaler sind, wächst der Druck auf Menschen mit schweren Depressionen, doch sozialverträglich aus dem Leben zu scheiden. In der Erörterung des Ethikrates im letzten Monat wurde von einem Philosophen an die platonische Denktradition des Lebensbilanzsuizid als eine gute und vernünftige Sache erinnert. Was heißt das aber theologisch? Wenn wir auf Christus schauen, ist die Beseitigung von Leid nicht das höchste Ziel. Vielmehr begegnen wir, wenn wir dem Leid begegnen, Christus selbst. Leben ohne Leiden ist eine Fiktion. Leben ist auch nicht gut, weil oder wenn es gelingt, sondern es ist bedingungslos kostbar. Der menschliche Wunsch, nicht leiden zu müssen, ist dagegen ethisch sofort verständlich. Nur ist er nach meiner Überzeugung kein Ausweg, sich zum Herrn über Leben und Tod aufzuschwingen. Allmachtsfantasien sind uns Menschen noch nie bekommen. Töten ist und bleibt ein Gewaltakt, sei es gegen andere oder sich selbst, und ist uns seit den frühen Zeiten der Tora vom Herrn über Leben und Tod verboten. Über das Sterben zu debattieren in einer Gesellschaft, die von allem auf das Leben sieht, ist gut und wichtig. Schon die Debatte zur Sterbehilfe im Bundestag 2014 war, wenn Sie sich erinnern, von großer Ernsthaftigkeit und dem ehrlichen Ringen um die schwere ethische Sache geprägt. Und sicherlich stimmt ebenso, dass die Frage eines assistierten Suizids ein ethischer Grenzfall bleibt, der sich vielleicht auch gar nicht juristisch lösen lässt, bei dem es auch keine selbstsicheren Antworten geben kann und den der Einzelne mit sich und seinen Liebsten, die ihm hoffentlich an der Seite stehen, ausmachen muss und den wir gelegentlich barmherzig begleiten dürfen. Gericht beschließen, von anderen Fragen tiert und geprägt ist. Wir haben in der gemeinsamen Beratung über diesen Beschluss diskutiert. Ich war auch in der Landesärztekammer gemeinsam mit meinem katholischen Kollegen Neimeyer. Aber die Debatten, wir stecken mitten in der Pandemie und Corona und das wird uns noch länger beschäftigen, denn eins ist sicher, das Virus geht nicht mehr weg. Corona und wir. Erste Schritte und Ostern in der Pandemie. Am 16. März hat sich der Corona-Krisenstab der Landeskirche konstituiert. Wie alle im Land waren auch wir auf diese Situation nicht, war gar nicht vorbereitet. Wir haben damals alle Veranstaltungen, vor allem auch die Gottesdienste, bis auf Widerruf abgesagt. Aber wir haben ins Land gerufen, dass die Kirchen offen bleiben mögen. Geleitet hat uns dabei die Sorge um die Kranken und die Schwachen, um deren Willen uns dieser Verzicht notwendig erschien. Wir haben unsere Mitarbeitenden im Landeskirchenamt weitgehend ins Homeoffice geschickt und Dienstreisen ausgesetzt. Schnell wurden technische Möglichkeiten für die Arbeit vom heimischen Schreibtisch aus geschaffen, was ohne Pandemie wohl heute noch nicht möglich wäre. Unsere Schwestern und Brüder in der gesamten Landeskirche waren während der Passions- und Osterzeit enorm kreativ. Es waren nicht nur die Online-Gottesdienste, die sich rasch verbreiteten. Es gab auch Osterbeutel, die mit ausgedruckter Hausandacht und Kerze befüllt in die Briefkästen geworfen wurden. Es gab Blasmusik und Gesang vom Kirchturm jeden Abend um 18 Uhr. Und das Telefon bekam einen neuen Stellenwert in der Kommunikation und Seelsorge. Und doch war es unerträglich, zu Ostern in diesem Jahr nicht miteinander Gottesdienst zu feiern, miteinander zu singen und sich geschwisterlich zu umarmen und sich zuzurufen: Christ ist erstanden. Ja, sich wenigstens die Hand zu reichen. Berührungen sind für Menschen lebenswichtig. Ohne Berührungen, ohne Körperkontakt werden wir depressiv und stumpfen ab. Für soziale Distanz sind wir nicht geschaffen.
Das ist uns schmerzhaft bewusst geworden. Wie können wir berühren, wenn wir uns nicht berühren dürfen? Vorwürfe, Schweigen und Versagen. Schwer auf der Seele liegt mir, dass wir es gerade zu Beginn der Pandemie nicht geschafft haben, unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern Zugang zu den Krankenhäusern und Altenheimen zu verschaffen. Wir sind jedem einzelnen uns bekannt wordenen Fall nachgegangen. Ich selber habe Angehörigen den Zugang zu sterbenden Familienmitgliedern in Einrichtungen ermöglichen können. Und es ist uns Schritt für Schritt gelungen, die rechtlichen Möglichkeiten des Zugangs der Seelsorgenden in den Verordnungen zu verankern. Aber viele haben vor Ort die Isolation schmerzhaft erlebt und der Kirchenleitung Versagen vorgeworfen, weil sie nicht öffentlich die staatlichen Regeln kritisiert hat. Um ein genaueres Bild zur Seelsorge in der Pandemie zu gewinnen, haben wir über unsere Website Gemeindeglieder und Mitarbeitende befragt. 2/3 gaben an, dass sie persönliche Seelsorgegespräche auf unterschiedlichen Kanälen, vom Brief über E-Mail und Telefon, hatten. Für fast 90% der Befragten sind solche Seelsorgeangebote zentral wichtig, auch wenn sie sich nicht selbst in Anspruch genommen haben. Deutlich ist, es gibt hier eine große Aufgabe und zugleich auch eine große Erwartung, und viele haben Seelsorge in guter Weise erlebt. Die Enttäuschung und der Ärger an den Orten, wo das nicht möglich war, ist verständlich. Der pauschale Vorwurf aber, die Kirchen hätten versagt bei der seelsorgerlichen Betreuung von Kranken, Altenden und Sterbenden, stimmt nicht. Ja, er ignoriert und beleidigt alle unsere Bemühungen, dort zu sein, wo Not gelitten wurde. Dass uns leidenden Geistlichen vorgeworfen worden ist, wir hätten in der Krise geschwiegen, stimmt ebenso wenig und ist ärgerlich. Wir waren als Kirche und Kirchenleitung medial so präsent wie lange nicht mehr, in Fernsehgottesdiensten mit Worten an die Gemeinden, Briefen aus dem Bischofskonvent an die Mitarbeitenden durch wöchentliche Online-Andachten bis heute. Dieses Bild ließe sich für alle Landeskirchen zeichnen. Dass allerdings nicht das gesagt wurde, was die je unterschiedlichen Erwartungen wollten, das ist etwas anderes, aber kein Schweigen. Was zum Erleben dieser Krise gehört und ebenfalls schmerzt, ist, dass viele Menschen die Stimme der Kirche gar nicht gefehlt hat. Sie haben von uns nichts erwartet, keinen Trost, keine Begleitung, auch keine theologische Einordnung. Für uns ist dabei die Vorhaltung, wir seien nicht systemrelevant, nicht neu. Meine Geschwister in den westlich gelegenen Landeskirchen haben den Bedeutungsverlust in der Gesellschaft in dieser Pandemie deutlicher als sonst erfahren müssen. Gefragt waren die Virologen und nicht wir Theologen. Und erst ganz langsam merkt die Gesellschaft, dass die Bewahrung an Leib und Leben nicht den ganzen Menschen ausmacht, dass es sich auswirkt, wenn wir Seele und Geist, Herz und Sinn vernachlässigen. Wir sind und wir bleiben mit unserer Botschaft heils- und himmelreichsrelevant. Deutungsversuche theologischer Art mitten in der Krise. Das Nachdenken darüber, wie wir diese Pandemie theologisch fassen können, welche Deutungsmuster uns einleuchten und welche biblischen Bilder und Motive weiterführen könnten, hat erst begonnen. Krisen verlangen theologische Deutung. Ist die Seuche eine Strafe Gottes, ist die Frage, die oft zuerst gestellt wird. Die Seligpreisung, selig sind die da Leid tragen, spricht eine klar andere Sprache. Leid wird hier nicht als Gottesferne und Folge der Sünde verstanden, sondern selig gepriesen. Und natürlich fragt jede Krise unseren Lebensstil an. Gott ist nicht da, um uns Sünder zu strafen. Vielmehr ist er bei den Leidenden und Schreienden, bei den Sterbenden. Er hält mit ihnen aus, lässt sie nicht allein. Vielmehr will er die Sünder selig machen. Er schenkt uns Kraft in der Pandemie, die Ohnmacht in unserer Kirche und Gesellschaft mit auszuhalten. Für mich ist die Corona-Zeit ein Bußruf, der uns mit ernsten Fragen konfrontiert. Wie können und wollen wir als Gesellschaft weitermachen? Was hat Gott mit uns vor? Bin ich bereit, getröstet zu sterben? Wie bereite ich mich in den guten Jahren darauf vor, dass das Ende kommt? Die Zeit der Krise konfrontiert mich in jeder Hinsicht mit meinen engen Grenzen, was Zeit- und Handlungsmöglichkeiten angeht. Aller Umgang mit der Pandemie wird aus dem Modus des Versuchens niemals herauskommen. So sehe ich mich um das Gegenteil bemühe, vor diesem Hintergrund erfahre ich noch einmal ganz neu, was es heißt, gerechtfertigt und Sünder zugleich zu sein. Ich scheitere, ich versage, ich als Bischof ständig.
Wenn ich nicht dazu bereit wäre, könnte ich nicht gehen, könnte ich nichts tun. Etwas zu tun heißt, schuldig zu werden, ganz besonders in dieser Krise, die so schwer zu überblicken ist, solange man drin steckt. Die Zeit der Krise ist für mich keine Zeit der lauten Worte, sondern eine Zeit der Buße, der Stille und des Gebets. Die Pandemie macht bei allem auch Angst, auch uns Christen. Die ohnehin fragile Fiktion von vollständiger Kontrolle bricht nun nicht nur für Einzelne am Rande und in der Not auseinander, sondern für viele und für alle sichtbar. Das ist eine Herausforderung, der sich niemand entziehen kann. Und gerade das ist eine Zeit der Bewährung für unseren Glauben, der als Vertrauen jetzt neue Kraft gewinnt und sich entfaltet und bewährt. Lasst uns den Schatz unseres Glaubens nicht nur im Munde führen, sondern mutig um die Gewissheit ringen, dass die Leidtragenden nicht verflucht sind, sondern von Jesus glücklich gepriesen werden. Ja, wir brauchen Mut, denn so auch Luther in Zeiten der Pest in Wittenberg, und viele von Ihnen werden das mittlerweile geflügelte Wort des Reformators kennen. Ich zitiere: Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes werde. Das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Aber dazu gehört auch, wenn mein Nächster mich braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, auch und trotz und wegen Corona. Denn Gott gibt uns nicht nur die Kraft, das alles auszuhalten. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und wenn das Leiden selig gepriesen wird, dann verbietet es sich, nicht nur hier von einer Strafe Gottes zu sprechen. Im Gegenteil, im Leid der Welt schaue ich das Antlitz Christi, der den Tod überwand. Abendmahl in Corona-Zeiten. Eine wichtige Frage ist, wie wir es mit dem Abendmahl in dieser Krisenzeit halten. Es gibt Stimmen, die sich für einen Abendmahlsfasten aussprechen. Auch dazu gehöre es, das auszuhalten unter diesen Bedingungen. Ich dagegen möchte gerne, dass wir Wege finden, zu einer regelmäßigen Abendmahlspraxis zurückzufinden, selbstverständlich angepasst an die Pandemie. Nach meiner Überzeugung werden wir in der nächsten Zeit verschiedene Varianten der Abendmahlsausteilung gleichberechtigt nebeneinander stehen haben. Da ist zuerst die Variante mit den Einzelkelchen und mit kleinen Patenen zu nennen, die wir seit April in vielen Gottesdiensten und Abendmahlsfeiern ausprobiert haben. Schon zu Zeiten der spanischen Grippe scheinen die Einzelkelche weitere Verbreitung gefunden zu haben als bislang bewusst. In der reformierten Gemeinde in Magdeburg und im Magdeburger Dom zum Beispiel wurden jeweils 3 Dutzend elegante Miniaturkelche wiederentdeckt. Sicherlich kennen Sie weitere Beispiele. Im Bischofsbüro und im Landeskirchenamt haben wir inzwischen eine Corona-kompatible Abendmahlsausstattung, die auch im Kirchenland rege nachgefragt wird. In unserer besonderen Situation ist es auch vertretbar, das Abendmahl nur unter einer Gestalt zu feiern und das Brot miteinander zu brechen. Ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, dass er es so hält, dass er die Gemeinde bittet, selber Abendmahlskelche mitzubringen, Gefäße, Gläser, sodass die Frage, haben wir das Geld, uns diese anzuschaffen, gar nicht im Raum steht. Zu Ostern haben wir diskutiert, soll es Hausabendmahl geben? Wie wollen wir das halten? Und ich finde eine gelungene Form, in der man in der Familie und in der häuslichen Gemeinschaft miteinander Mahl feiern kann, das Agapemahl. Und es wurde an vielen Stellen zu Ostern erprobt. In den letzten Wochen habe ich mit einigen Brüdern in Halle eine Diskussion zum Thema Hausabendmahl geführt. Wir sind miteinander im Gespräch, geeinigt haben wir uns nicht. Ich hatte mich deutlich dafür ausgesprochen, dass das Abendmahl das ordinierte Amt an seiner Seite braucht und mich dafür eingesetzt, dass der gemeinschaftliche, öffentliche Charakter des Sakraments gewahrt bleibt. Möglich ist auch, dass Sie Ihren Pfarrer, Ihre Pfarrerin zum Hausabendmahl einladen. Kein Pfarrer, keine Pfarrerin unter Landeskirche wird diese Bitte ablehnen. Es freut mich aber sehr, dass wir in der Krise eine ernsthafte Diskussion über unser heiliges Sakrament führen. Dies zeigt, dass wir eine lebendige Kirche sind, die sich um Christus in den Sakramenten sammelt. Weihnachten in Corona-Zeiten. Sie in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, wir im Landeskirchenamt und im Bischofsbüro machen uns viele Gedanken darüber, wie wir in und mit und unter Corona und den jetzt ja auch wieder ansteigenden Zahlen Advent und Weihnachten feiern können.
wie viel Gemeinschaft geht und wo. Denn leider wird auch dann das Virus immer noch da sein. Wir wollen befördern, dass die Weihnachtsgottesdienste gefeiert werden können. Und tatsächlich wissen wir inzwischen mehr über das Virus und werden verantwortlich Christfestbahn und Weihnachtsgottesdienste feiern. Sie alle sind fantasievoll unterwegs und prüfen von den digitalen Möglichkeiten, wie zum Beispiel im Aufzeichnen von Krippenspielen und Gottesdiensten oder auch an anderen Orten werden das Feiern im Freien stattfinden, auf dem Marktplatz, im Stadion oder auf der Festwiese. Dazu sind meist umfangreiche Planungen nötig, die Geld kosten, die aber in vielen Fällen auch die Chancen bieten, mit den Vereinen und kommunalen Vertretern neue Wege vor Ort zu gehen, der Zusammenarbeit. Es sind auch spannende Zeiten. Und denken Sie bitte bei der Kollekte an die Armen, an unsere fernen Nächsten. Ich bitte Sie, die Kollekte auch in diesem Jahr heftig und kräftig für Brot für die Welt zu sammeln. Wie wollen wir zukünftig Kirche sein? Die Krise ist ein Anlass, die Ursachen liegen oft tiefer und wirken langfristiger. Wir fragen uns immer wieder neu, wie wir zukünftig Kirche sein wollen und können, vor allem geistlich, aber auch institutionell. Was durch die im Jahr, vor einem vom letzten Jahr veröffentlichte Freiburger Studie Kirchen im Umbruch, Projektion 2060 angezeigt wurde, wird sich durch die mittel- und langfristigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschleunigen. Wir haben nach unserer Fusion 2009 vor grundlegenden Strukturreformen auf Kirchenkreisebene aufwärts abgesehen. Nun müssen wir sie angehen. Und das überlegen wir auf mehreren Ebenen. Der Landeskirchenrat hat eine Arbeitsgruppe Entwicklungsperspektiven für Kirchenkreise in der EKM eingesetzt, die seit Juli arbeitet. Ich bin der Vorsitzende und wir werden Kriterien beschreiben, die für einen Kirchenkreis konstitutiv sind und anhand derer geprüft werden kann, welcher Kirchenkreis zukunftsfähig und welcher Kirchenkreis die Zusammenarbeit mit anderen in verschiedenen Arbeitsfeldern nahegelegt oder auch eine Vereinigung empfohlen werden muss. Für uns ist es dabei wichtig, weiter in der Fläche als Kirche erkennbar und präsent zu bleiben. Und ich möchte darum werben, dass wir fröhlich und geschwisterlich miteinander ganz unterschiedliche Modelle ausprobieren. Ich sehe in unserer Landeskirche, die so divers und unterschiedlich ist, nicht die eine Lösung. Wichtig wird sein, dass wir noch mehr miteinander im Austausch sind, dass wir uns offen begegnen und niemand Angst haben muss, auf der Strecke zu bleiben. Wir haben deshalb auch beschlossen, dass wir die Berufsbiografien der betroffenen Hauptamtlichen achten und beachten wollen, aber auch, dass ab sofort die Neuausschreibung einer Superintendentenstelle an ein gemeinsames Beratungsgespräch über die Zukunft der umliegenden und des betroffenen Kirchenkreises mit dem Kollegium geknüpft wird. Offene Kommunikation und Beratung. Auch auf die Spitze unserer Landeskirche werden Veränderungen zukommen, die wie alle Veränderungen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bergen. Zum einen wird sich zum neuen Jahr die Dezernatsstruktur des Landeskirchenamtes verändern. Dazu wird die Präsidentin berichten. Von mir dazu nur so viel. Immer wieder betonen wir zu Recht, dass gerade unser evangelischer Glaube ohne Bildung nicht zu denken ist. Wenn wir nun strukturell neuen Ausdruck finden, gilt es, diese Chance neu auszugestalten. Sie als Landessynode haben uns den Auftrag gegeben zu einem dritten Prozess, der seit Dezember 2019 in der Arbeitsgruppe Prüfung und gegebenenfalls Neuordnung der geistlichen Leitungsämter in der EKM bearbeitet wird. Wir werden Ihnen heute Nachmittag unsere Überlegungen und Verabredungen dazu vorlegen und Sie um Ihr Mandat zur Weiterarbeit im beschriebenen Sinne bitten. Etwas anderes aber macht mir Sorge. Wir werden auf allen Ebenen weitere Umbau- und Konzentrationsprozesse haben. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht unnötig darin unsere Kraft verschwenden. Aber ich erlebe an einigen Stellen, dass dies zu Kämpfen und Verwerfungen führt. Wie können wir barmherzig miteinander umgehen und klug unsere finanziellen und personellen Möglichkeiten nutzen, mit Lust an Gestaltung und Erprobung? Über kurz oder lang werden weniger Pfarrerinnen in unseren Gemeinden sein. Umso wichtiger ist es, dass wir die Kultur weiter ausbauen, in der Ehren- und Hauptamtliche auf Augenhöhe miteinander reden und arbeiten. Seelsorgerliche und besuchende Kirche sein. In meinem letzten Bischofsgericht hatte ich Ihnen von meiner Überzeugung erzählt, dass wir stärker eine seelsorgerliche und besuchende Kirche sein müssen. Zuerst danke ich deshalb allen, die im letzten Jahr Schritte in diese Richtung gegangen sind, die besucht haben und die einfach bei den Menschen waren. Bei vielen Gelegenheiten habe ich die Stärkung der Gemeindeseelsorge ins Gespräch gebracht.
im Kollegium, im Bischofskonvent, im Superintendentenkonvent, in den Gesprächen im Anschluss meiner inzwischen 24 Abendgebete mit dem Landesbischof oder auch in mitarbeitenden Konventen. Überall eben, wo die Geschwister ebenso umgetrieben sind von der Frage, wie können wir und wie wollen wir Kirche sein? Meine Überlegungen gehen momentan hin zu einer Konzentration im Hauptamt, und zwar in der Form, dass danach, dass einem bestimmten Mitgliederschlüssel verlässliche Seelsorgerinnen und Seelsorger für Besuche, Kasualien und Seelsorge eingesetzt werden und von den vielen weiteren Aufgaben des Pfarramtes entlastet sind. Das wird kontrovers diskutiert, und so ist es auch in Ordnung. Die seelsorgerliche und besuchende Kirche zu befördern und zu stärken, bleibt für mich auch in meinem zweiten Bischofsjahr zentral. Deshalb habe ich mich entschlossen, als Landesbischof die Anregungen aus dem Seelsorgebeirat aufzunehmen und eine Arbeitsfeldvisitation Seelsorge durchzuführen. Das ist gar nicht so einfach. Hierbei zeigt sich, dass wir ein eindrucksvolles Feld von Spezialseelsorge haben: Klinikseelsorge, Gehörlosenseelsorge, Notfallseelsorge, Schulseelsorge, Schaustellerseelsorge, Gefängnisseelsorge, um nur einiges zu nennen. Dies lässt sich noch relativ gut visitieren und erfassen, wobei sich seelsorgerliche Gespräche per se der Visitation natürlich entziehen. Komplizierter ist es, den Bereich der Gemeindeseelsorge zu visitieren und hier ein klares Bild zu erheben. Da haben wir keine Zahlen und wissen eigentlich nicht, was genau geschieht. Deshalb haben wir jetzt ein Umfragetool erarbeitet und werden das auf die Webseite stellen. Und ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Seelsorge aktiv sind, in den Gemeinden und Gemeinden, die Fragen zu beantworten, damit wir hier auch Erkenntnisse gewinnen und neue Überlegungen voranbringen können. Wenn wir als besuchende Kirche einander zuhören, Anteil nehmen und Anteil geben an Leid, Sorgen und Hoffnungen, dann scheint die Seligpreisung mit ihrer Verheißung auf: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. In der leidenden Schwester und dem traurigen Bruder begegnet Christus, der da sagt: Ihr habt mich besucht. So kann in der Perspektive des Glaubens das Besuchen und besucht werden eine tröstliche Christuserfahrung sein. Diesen Blick aufeinander und hinaus in die Welt zu schärfen und zu üben, ist herausfordernd und eine immer neue Aufgabe. Und es gibt keine bessere Zeit, um sich darin zu üben, als die unsere. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gott segne diese Synode nach der Fülle seiner Gnade.